Guten Morgen. Wir begrüßen euch wieder herzlich zu unserer nächsten Stellplatzbeschreibung aus dem wunderschönen Bayern. Wo stehen wir diesmal? Wir stehen in Füssen auf dem Camperstop Wohnmobilstellplatz Füssen. Ein großer Platz hier für 90 Wohnmobile vom Kastenwagen bis zum Liner könnt ihr euch hier unterstellen. Der Platz kostet 22 Euro. Inklusive der Kurtaxe bereits und der Entsorgung von Grauwasser, der Chemietoilette und dem WLAN. Für die Lage ein absolut guter Preis. Kommt mit, wir zeigen euch, was ihr alles an dem Platz vorfindet, wie die Anmeldung funktioniert und wie alles andere aussieht. Kommt mit! Solltet ihr Sorgen um euer leibliches Wohl haben, dann gibt es auf dem Platz einmal in den Sommermonaten diese Bierbude, wo ihr vom Hugo bis verschiedenen Biersorten alles erhalten könnt. Öffnet in den Nachmittagsstunden, ich kann nicht genau sagen wann, aber wenn wir zurückkamen, ich glaube 16 Uhr war sie offen bis ca. 21 Uhr, es werden noch angenehme Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirme aufgebaut, die bei den aktuellen Temperaturen echt auch vonnöten sind. Seit gestern steht dieser putzige Trabant hier, ein echtes Kleinod und Rarität. Ich finde den knuffig. Gegenüber der einen, auf der anderen Seite befindet ihr noch den Campertreff am Platzl, ein Café-Restaurant, wo ihr die normalen Snacks erhaltet, aber auch die hiesige Landesküche in relativ guter Qualität genießen könnt. Es ist empfehlenswert, euch vielleicht einen Platz zu reservieren. Anfang Dezember machen die immer Betriebsferien, haben wir letztes Jahr nämlich auch erfahren müssen. Und montags und dienstags ist hier Ruhetag. Geöffnet hat das Lokal von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Solltet ihr lieber euch selbst versorgen, habt ihr vor dem Platz zwei der bekannten Discounter plus ein Discounter für Bekleidung, wenn man sich mehr Regensachen eingepackt hat, aber jetzt eine kurze Hose braucht, seid ihr da gut aufgehoben, habt ihr falsche Schuhe mit, gibt es auch einen Schuhdiscounter direkt daneben. Oh, da kommt ein Segelflugzeug. Ich lenke wieder ab, aber nee, kein Segelflugzeug. Kommt ein Flugzeug. Und gegenüber haben wir direkt einen Getränkemarkt und ein Stückchen weiter haben wir noch eine Autowerkstatt und einen Frischemarkt. Also von da alles da. Wie melde ich mich an? Die Anmeldung erfolgt ganz einfach über einen Kassenautomaten. Dem einen oder anderen ist ja aufgefallen, dass hier drei Wohnmobilstellplätze direkt hintereinander sind, wenn ihr in das Industriegebiet reinfahrt. Aber dies ist der einzige Platz, wo ihr bis 16 Uhr und nicht nur bis 11 Uhr stehen könnt. Was bei der Umgebung hier richtig von Vorteil ist. Ihr habt den Kassenautomaten, Deutsch und Englisch als Sprachauswahl. Ihr klickt auf den Startbutton, dann wählt ihr aus, wollt ihr bar oder eine Karte zahlen. Es geht Kredit wie EC-Karte. Dann gebt ihr ein, wie lange ihr bleiben wollt. Zack, zack, zack. Entsprechend nach 3 Tagen hört er auf. Länger kann er nicht. Und dann geht es auf weiter und er fordert euch auf, eure Karte entsprechend einzuschieben. Dann folgt ihr der Anleitung hier unten. Das Ganze druckt dann einen Beleg aus, den ihr sichtbar in euer Wohnmobil hängt, plus einen zweiten Beleg, der dran hängt, den ihr ausfüllt. Das ist eure Anmeldung. Da bitte nicht vergessen, die Handynummer noch auf die Rückseite zu schreiben. Und wenn ihr den Beleg abgetrennt und ausgefüllt habt, wird er in der links daneben hängenden Ticketbox eingeworfen.
braucht ihr Strom dazu. 16 Ampere, eine Kilowattstunde für 1 Euro. Und 5 Minuten Duschvergnügen kosten einen weiteren Euro. Da reicht es, die Münze einzuwerfen. Chefing. An der Rezeption findet ihr noch den Kummerkasten. Hier könnt ihr eure Meinung zu dem Stellplatz gerne kundtun, positiv wie negativ. Hier haben wir auch direkt die Adresse. Es ist die Hafnerstraße Nr. 9 in Füssen. Daneben befindet sich eine kleine Spül- und Waschküche. Hier sind zwei Spülbecken mit kaltem und warmem Wasser sowie ein Wäschetrockner und eine Waschmaschine. Jetzt muss ich echt mal gucken, was es kostet. 3 Euro je Vorgang waschen wie auch trocknen. Andersrum. Waschpulver müsst ihr mitbringen. Das steht hier nicht zur Verfügung. Das Ganze wird über Münzeinwurf von 10 Cent bis 2 Euro Stücken über diesen schlauen Kasten geregelt. Hier ist die Frischwasserentnahmestelle. Ihr könnt hier Frischwasser beziehen. Einmal oben, der funktioniert auch, ne? Ich denke. Einmal müsst ihr 50 Cent einwerfen in den Kasten hier vorne für 50 Liter Wasser und dann entsprechend auf den dicken Button hauen. Ob ihr jetzt von oben das Wasser kommen lassen wollt oder von unten. Entsprechenden Schlauchanschluss müsst ihr dabei haben. Oder die und eine Leiter für da oben dran zu kommen. Und eine altbekannte Gießkanne. Wichtig ist, das Wasser ist im Winter hier außen abgestellt. Ne? Ja. War im Dezember aus. Genau. Wenn wir weiter um dieses Gebäude gehen, befinden sich dahinter die Herrentoiletten. Schön ist, dass an den Sanitärräumen immer ein Wechselautomat ist für die Münzen, die ihr halt benötigt für das Frischwasser, Waschmaschine, Trockner oder auch für die Dusche. Hier haben wir eine von zwei Duschen. Ausreichend groß. Ablagemöglichkeiten, nur da oben die Haken. Und einen Hocker, entweder zu setzen oder um Sachen abzulegen. Ein Waschbecken. Und noch zwei Waschbecken. Und hier ist noch eine zweite Dusche. Da ist der entsprechende Automat für die Münzen. Wie gesagt, 5 Minuten, 1 Euro. Und hier sind die Toiletten und ein Pissoir. Auf der Rückseite des Gebäudes befinden sich die Entsorgungsmöglichkeiten. Einmal hier in den Trichtern könnt ihr eure Chemietoilette entsorgen und entsprechend den Schlauch zum Spülen nutzen. Für einen Nicht-Stellplatz-Nutzer kann hier gegen den Obolus von 2 Euro entsprechend auch die Entsorgung vorgenommen werden. Die Hundedusche ist aber nicht mehr angeschlossen. Richtig. Da ist kein Schlauch mehr dran. Da fehlt der Schlauch. Wir haben festgestellt, dass der ein oder andere mit einem großen Liner hier Probleme hatte, wenn entsprechend in den Parkbuchten, die hier in der Nähe der Entsorgung sind, die Kurve zu kriegen. Gehen wir wieder weiter in Richtung Rezeption, haben wir hier noch die Müllentsorgung. Wir haben einmal Papier in der Trennung und zwei randvolle Container.
aktuell ist der Platz, wir haben 10., 11. November, echt rappelvoll und rege genutzt. Und ihr könnt rein Kunststoff und Glas noch trennen. So, gehen wir einmal in den Sanitärbereich für die Damen. Davor findet ihr eine Bücherkiste, wo ihr Zeitungsmaterial und Bücher euch entnehmen und Genutztes einlegen könnt. Wir haben hier einmal den Bereich der Toiletten und auf der gegenüberliegenden Seite den der Duschen. Wenn ihr auch hier nicht das passende Kleingeld dabei habt, könnt ihr entsprechend hier die Münzen wechseln. Die Duschzeit beträgt 5 Minuten nach Einwurf des Euros, ob das Wasser läuft oder nicht. Gehen wir erstmal in die Toiletten, schauen, ob frei ist. Nein. Dann gehen wir erstmal in die Toilette. Hier kann ich euch mitnehmen. Wir haben hier im Duschbereich zwei Duschen mit zwei Abziehern, im Gegensatz zu Oberstdorf mit 11 Duschen, ein Abzieher, drei Handwaschbecken, Steckdosen für Föhn, einiges an Haken. Hier den Münzpresser und unsere Dusche. Das Sanitärgebäude ist und war auch bei unserem letzten Besuch immer entsprechend sauber. Und das Wasser ist vom Strahl her sehr schön und auch entsprechend warm. So. Es läuft hier auch Musik, man kann sie nicht hören, als wir im Dezember hier alleine waren, war das richtig nett und auch gut zu hören. Schauen wir mal, ob es hier frei ist. Jo. Da das Handwaschbecken und entsprechend eine klassische Toilette. Gehen wir wieder weiter Richtung Rezeption. Gibt es noch einen Infokasten mit einem Stadtplan von Füssen, den Abfahrtsort der Busse, der Platzordnung und den wichtigen Telefonnummern, die man so braucht. Hast du wieder gemütlich gemacht? Ja, da der Kassenautomat permanent in Betrieb ist, weil sich hier so viele gerade anmelden, muss ich etwas improvisieren und euch die restlichen Informationen, by the way, so mitgeben. Den Wi-Fi-Code findet ihr auf eurer Quittung. Damit könnt ihr das hier kostenlose WLAN nutzen. Die Rezeption ist nur von 19 Uhr bis 19.30 Uhr besetzt, was aber auch gar nicht vonnöten ist. Ihr könnt doch Fragen stellen. Es gibt aber auch eine nette Dame, die sich hier um eure Belange kümmert, wenn ihr sie darum bittet, die praktisch dem Platzwart ein wenig unter die Arme greift und nach dem Rechten schaut. Dann könnt ihr im Bereich des Kassenautomates eine ganze Menge an Informationsmaterial hier mitnehmen zu der Umgebung, zu einem Stadtplan von Füssen, einer Radwanderkarte. Also da gibt es jede Menge, wo ihr euch hier orientieren könnt und gucken könnt, wie ihr euren Tag gestalten möchtet. Dann hängt, ich spinne es mal eben um die Ecke, ich meine, das ist rechts, nicht, dass ich was Falsches sage. Moment, ich bin wieder gleich wieder da. Ja. Rechts neben dem Kassenautomaten ist noch ein durchsichtiger Kasten. Dort könnt ihr die Gästekarte euch entnehmen und selber ausfüllen. Mit der Gästekarte der Stadt Füssen könnt ihr nämlich hier kostenlos Bus fahren und das in einem relativ großen Radius. Als wir im Dezember hier waren und alles verschneit war, sind wir hier extrem viel mit dem Bus gefahren, was wirklich von Vorteil ist. Ihr habt auch Ermäßigungen von 1 Euro, wenn ihr die Schlösser besichtigen wollt oder verschiedene andere Attraktionen hier nutzen möchtet. Aber wie gesagt, der kostenlose Bustransfer und auch die Ermäßigung bei den Touristenbooten, Kreuzfahrtschiffen, wie man das nennt, ist in Summe, wenn ihr das alles nutzt, dann doch wieder ganz positiv. Vor allem, wenn ihr mit mehreren Köpfen hier vor Ort seid. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Bei den Duschen habe ich ja gesagt, mit den 5 Minuten. Es gibt aber noch so einen Notfallknopf daran. Da könnt ihr nochmal drauf drücken, wenn ihr die 5 Minuten echt nicht ausreichend euch bewässert habt. Da ist noch ein Schaum auf den Kopfknopf, dann läuft das Wasser noch mal 1 Minute nach. Habe ich euch drin jetzt nicht zeigen können, weil, wie gesagt, war ja relativ voll da drin und ich konnte mich da nicht so frei bewegen. Wir zeigen euch jetzt noch die Stromanschlüsse, die ausreichend für jeden Platz vorhanden sind.
und wie die Stellplatzbeschaffenheit und die Platzgröße ist. Machen wir aber hinten, wo wir stehen, weil hier so viel Traffic ist, können wir uns gerade filmtechnisch hier nicht ausleben. Kommt mit, wir zeigen euch noch den Rest. Vor der Rezeption befinden sich auch noch vier Stellplätze, die nicht allzu groß sind, aber wenn man hier ankommt und alles belegt ist, immer noch von Vorteil sind und besser als wegfahren. Hier ist so eine reges Abfahren, vor allem in den frühen Morgenstunden, teilweise ab 6 Uhr, dass ihr dann einfach auf einen größeren Platz nachrücken könnt, was hier in den letzten Tagen auch täglich gemacht wurde. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Stellplatz, dann zeige ich euch die normalen Plätze. Im Winter braucht ihr auch keine Angst haben, da wird der Platz regelmäßig mit dem platzeigenen Schneepflug geräumt. Da fährt der Betreiber so gegen 10 Uhr seine Runden und macht euch die Wege frei. Also wir sind auch immer, ohne durch den Schnee zu stapfen, zum Duschen oder zum Wasserholen gut gekommen. So, das sind die Stellplätze hier. Wir sind an unserem Platz angekommen. Hier steht unser Dachmobil. Markisentechnisch könnt ihr die Markise fast ganz ausziehen. Markiert durch diese Buchten. Und ganz wichtig bei der Anmeldung, müsst ihr eure Platznummer angeben. Die findet ihr, wie hier bei unserem Nachbarn, auf so einem Holzklötzchen stehend. Also bevor ihr euch anmeldet, weil hier ist ja das Prinzip, reinfahren, Platz suchen, bezahlen, merkt euch eure Nummer, ansonsten könnt ihr zurückgehen. Die müsst ihr nämlich auf diesem Quittungsbeleg angeben. Die braucht ihr auch für... Nee, die braucht ihr nicht für Strom. Doch. Nee. Du stellst dich in die Steckdose, die hier vorne für die Platznummern reserviert ist. Hier stehen die Platznummern drauf. Hier stehen die Steckdosen, da sind die Nummern drauf. Ihr wählt dann hier die entsprechende Nummer. Wenn frei ist, steht das auch da. Geld rein. Und ihr habt Strom. Aber es ist nur bis Platz 73, wenn ihr eigentlich zu machst. Wir mit unserer 74 müssten da hinten irgendwo hin. Ja. Oder? Ne, wir haben die 72. Scheiße, reingefallen. Gut, so bin ich eben. Der Platz ist vom Untergrund geschottert. Was ist das? Split, ne? Ja. Ein bisschen uneben. Imaginär, kommt drauf an, vielleicht ein bisschen ausgefahren, aber... Ab und zu mal Keile, viele haben auch keine Keile hier. Aber insgesamt fest, im Winter hat man gar keine Probleme, ne? Von daher wird es hier nicht matschig. Fazit zu diesem Platz ist, es ist alles da, was man braucht. Ein super Ausgangspunkt für sämtliche Möglichkeiten Radfahren, Faulenzen oder Wandern. Für die Größe des Platzes und der Lage super. Die Aussicht ist, man kann nicht alles haben, aber für den Preis wirklich alles da, was man braucht. Wir sind zum wiederholten Male hier und ich würde auch wiederkommen. Überzeugt euch selber, ob das ein Platz ist, den ihr mögt. Aber ich denke mal, ja. Wenn euch das gefallen hat, schaut in unsere Playlist. Wir haben noch weitere Stellplatzvorstellungen aus Bayern und den anderen Regionen, wo wir schon überall gewesen sind, sowie ein separates Video zu der Umgebung des jeweiligen Stellplatzes, wo wir dann gestanden haben. Lasst uns ein Like da, folgt uns auf Instagram oder und abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nichts, wenn wir euch wieder in gewohnter Weise ein neues Video erstellen. Immer in der Kombination Stellplatz und Umgebung. Bleibt dran, wir versuchen weiter für euch das ein oder andere einzufangen. Macht's gut!